Salut! Heute möchte ich dir Psalm 3 vorlesen. Ein Psalm Davids. Entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde! So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, du bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen, er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du doch alle meine Feinde ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechen hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommen allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Noch schönes Tag.